Ja, auch in dem restlichen Gebiet war wirklich nichts Interessantes. Das heißt, wir verabschieden uns jetzt von hier und gehen nach Norden zurück. Und zwar dahin. Sieht aus wie ein kleines Dorf. Zombie? Oh, Zombie. Toter Zombie. Die haben wir so auch noch nicht gesehen, ne? Sonst hatten wir immer düster Schrecken oder dergleichen. Aber so einen richtigen Zombie? Das war der erste. Nicht besonders furchteinflößend. One Hit. Aber es sind recht viele davon hier unterwegs. Ist hier irgendwo ein Friedhof? Was sind das? Sind das Mauern? Oh, ja, hier scheint ein Hof zu sein, wie man auf der Karte schon gesehen hatte. Du hast bestimmt ein Problem, ne? Ganz viele Zombies oder so vielleicht. Aber hier ist kein Eingang. Ach, doch da. So, du hast bestimmt ein Problem mit Zombies, oder? Hey, Kollege! Irgendwas bringt die Leute hier auf den Höfen und in der Umgebung um. Zombies oder so. Ich verstehe ja, wenn euch so ein Auftrag nicht gefällt, aber jetzt mal ganz unter uns. Ich weiß nicht, wer es sonst machen könnte. Wir haben alle schon seit einer Woche nicht mehr geschlafen. Es müssen so um die 20 Zombies sein. Also zählt sie, wenn ihr sie tötet, falls ihr das vorhabt. Wenn ihr sie alle habt, dann kommt ihr hierher und ich gebe euch die 150 Goldmünzen, für die ein paar von uns zusammengelegt haben. 20 Zombies? Also wir haben bisher zwei? Na gut, aber die waren nicht wirklich schwer. Wenn die Leute hier belästigt werden durch die, dann machen wir das doch mal kurz. Gehen wir einfach nach und nach die Karte ab und hauen jeden Zombie um, den wir sehen. Nach einem Nickerchen. Hoffen wir einfach mal, dass die Zombies auch tagsüber unterwegs sind. Ah, Zombie greift an. Das ist Nummer 3. Oh, gehen wir einfach von 3 aus. So. Ja, Jahiro, du musst nicht meckern. Wir gehen ja schon schlafen. So. Oh. Nicht unterbrochen. Das ist schon mal gut. Also, 3, 4, 5. Immer noch 5. Wir scheinen bei den Höfen häufiger vorzukommen, oder? Nee. 6, 7, 8. Die eigentlich. Nee. Also Untote vertreiben geht nicht. Wo war ich? 9, 10, 11? Die haben noch nichts dabei, ne? Ja. So, also 11, denke ich. 12? Der Rest kommt gar nicht nach. Nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. So, 12. Nicht mehr allzu viel Platz, 12. Oder so ähnlich. Keine Zombies mehr. Vielleicht haben die Bauern sich auch verzählt, so wie ich. Passiert ja mal. Wenn man so am Abschlachten ist. Und hast du was zu sagen? Ihr sollt zählen, wie viele ihr erwischt. Dann sind wohl noch ein paar übrig. Ja, wie willst du das beurteilen? Ach ja, ich sag ja, Gerogon kann jeden Punkt Intelligenz gebrauchen. Er wird von einem Bauern übertölpelt. So, raus hier. Wir müssen Zombies suchen. Noch 8 oder so. Also 1 und 1 und 1 und 1 und 1 und 1 und 1. Noch 7, noch 6, noch 5, noch 4, noch 3.
Vielleicht macht er hier noch einen Bogen. Noch drei, noch drei. Immer noch drei. Noch drei, noch drei. Noch zwei, noch eins, noch null. Schön. Außer ich habe mich verzählt. Was ziemlich wahrscheinlich ist inzwischen. Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. So, Markierung kann ja schon mal zurücklaufen. Ich brauche ein bisschen Zeit. Und ihr haut den letzten Zombie um. Hoffentlich letzten. Wenn jetzt hier noch einer auftaucht, wissen wir, wir haben es verzählt. Aber nö. Hier scheint Ende zu sein. So, du musst da hin. Und nicht im Zaun hängen bleiben. Ah. Springe einfach rüber. Okay, im Plattenpanzer ist es ein bisschen komisch, rüber zu springen, aber versuch's wenigstens. So, geht's da rein? Nee, natürlich nicht. Super abgesicherter Hof. Mit einem 30 cm hohen Zaun, wo keiner rüberkommt. So. Wir haben alle, denke ich. Da sind wohl noch ein paar übrig. Aber hier geht's nicht weiter. Vielleicht oben rum? So, also ihr fünf. Dahin. Bestimmt ein einzelner Zombie, ganz in der Ecke oder so. Und. Nö. Hier irgendwo noch hin. Achso, ja, Kerugon ist nicht da. Ja, Kerugon, wo ist der letzte Zombie? Bestimmt da unten in der Ecke. Und hier geht schon mal Richtung dahin. So, I'm walking. Yes, indeed, I'm walking. Komm schon, Zombie. Und es fängt an zu regnen. Der Bauer ist nur verarscht. Es gibt nur 19. Er will bloß nicht die 120 Goldmünzen rausrücken. Na, hier ist kein Zombie. Wir waren jetzt eigentlich überall. Und nix. Oder sind die Zombies mit dem Boot rübergefahren? Hm? Der will uns veräppeln. Sprechen wir nochmal an. Oh, oder ein Zombie ist in seinem Haus. Oder er ist ein Zombie. Wo mir gerade so einfällt, wir können einfach mal böse Gesinnungen erkennen. Dünner hier, Magiewiderstand. Ah, hast du uns was verheimlicht? Aber keine Zombies in der Nähe. Weil die müssten ja eigentlich böse sein. So, also du nochmal. Nee, will nicht. Dann gehen wir in dein Haus und gucken da mal nach. Ist deine Frau hier ein Zombie? Naja. Ah, ist das jetzt ein Bug oder ein Gag? Ich denke eher ein Bug. Obwohl das echt komisch ist, dass er genau 20 tote Zombies haben will. Na gut. Kann man nichts machen. Jetzt gehen wir zum Rest der Gruppe und schauen mal, wo es nach oben geht's gar nicht. Geht's nach links? Nö, geht's auch nicht. Geht nur nach rechts. Na gut, gehen wir halt rechts lang. Komm, Zombie, 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 Zombie. Wäre so einer abgehauen. Aber eigentlich fliehen Untote nicht so häufig, hm? Versteckt sich hier irgendwo im Wald. Ganz ängstlich und zittert. Ja. Hier nochmal Böses entdecken. Ja. Naja, kann man nichts machen. Gehen wir mal weiter. Ah.
Na gut, ich weiß, die Hauptquest geht jetzt noch eine ganze Ecke weiter, aber die Sachen sind so angelegt, dass man eigentlich ganz schnell von einem Ort zum nächsten gehen sollte, vom rollenspielerischen Aspekt her. Also denke ich mal, mache ich einen kleinen Abstecher hier hin. Hoffentlich zerschießt mir das jetzt nicht in den Speicherstand. So, sicherheitshalber LP64 vor Addon. Und dann schauen wir nochmal. Ulgos Beard. Kein Intro. Das Dorf Ulgos Beard liegt an den Ufern des Flusses Chionta, etwas flussabwärts von Baldurs Tor, kurz vor der offenen See. Die mit Bauernhöfen übersiedelte Landschaft ist friedvoll und ein sicherer Hafen im Vergleich zum Tumult an der Schwertküste. Dies kann jedoch von Ulgos Beard selbst in letzter Zeit nicht gesagt werden. Aus dem einfachen Fischerdorf dringen seit neuestem die tollsten Gerüchte. Gerüchte über einen altertümlichen Kult, der wieder aufkommt. Bisher nicht bestätigten Erzählungen über ein mörderisches Geschöpf gehen um, das durch das Dunkel der Nacht schleicht und von merkwürdigen Kommen und Gehen im Haus von Chandala, dem mächtigen, exzentrischen Magier, der sich in diesem ehemals verschlafenen Dorf niedergelassen hat. Ihr habt doch bestimmt davon gehört, dass von Ulgos Beard Ausflüge zum sagenumwogenen Turm von Durlak unternommen werden? Oder? Das ist wirklich ein Ort, an dem Abenteurer sich beweisen können. Vielleicht bereitet euch dieser Test besser darauf vor, die Dunkelheit zu bekämpfen, die die Schwertküste zu zerstören droht. Und euch mit ihr. Ja, das klingt doch genau nach dem, was wir gerade brauchen. Wir wollen uns eh vorbereiten darauf, den Drahtziehern des Eisernen Throns gegenüberzutreten. Da sind so ein paar extravagante Abenteuer, das genau das Richtige. Wer hat da gerade gesprochen? Na gut, reden wir mal mit dir. Ich versuche gerade zu meditieren, Abenteurer. Komm später wieder. Das ist verschlossen. Ach, er hat gesungen. Tretet ruhig näher, Leute, und hört die Geschichte des Schreckens, der vor euch liegt. Kommt mit mir, dem außerordentlichen Abenteurer Ikke Kaskadion Venda, der eine neue Gruppe tapferer Seelen durch den Schlund der Gefahr in den Reichen führt. Wir werden zu Durlaks Turm gehen und dort Zeugen der Gefahren sein, die Hunderten von tapferen Männern und Frauen das Leben gekostet hat. Sehr motivierend. Seht die Schrecken der verräterischen Fallen, fühlt die Anwesenheit der längst Verstorbenen, bestaunt die wunderbaren Reichtümer, die dort vergraben sind. Doch für ängstliche Naturen ist dies nicht geeignet. Ich werde keine Verantwortung übernehmen, wenn jemand am Herzversagen während oder nach unserem Ausflug stirbt. Kommt herbei, einer nach dem anderen. Ihr guten Leute vom edlen Blut, die ihr dem Schicksal den Federhandschuh entgegenwerft, kommt und werdet Zeugen der Extreme, durch die ein Mann sein Eigentum schützt. Aber wahrscheinlich der Besitzer von dem Turm. Ich mache euch einen Sonderpreis für eure ganze Gruppe von 60 Goldmünzen. Nicht, dass ihr es nötig hättet. Abgemacht, mein Herr. Wann geht's los? Dies füllt meine Quote für die Führung. Los geht's. Denkt daran, euren Lieben einen Abschiedskuss zu geben, denn vielleicht werdet ihr sie niemals wiedersehen. Ja, ein bisschen übertreibt er ja schon, ne? Wir treffen uns am Fuße des Turms. Ohne mich würdet ihr garantiert getötet werden. Doch fürchtet euch nicht, nur ich kann jene Rollen betreten, die anderen aus Angst vermeiden.